einen Gefahrenkurs für Sicherheitskräfte der Forschungsanstalt Black Mesa. Ich bin Ihr Holo-Assistent, der Ihnen bei Ihrem Training helfen wird. Beginnen Sie, indem Sie Ihre Weste und den Helm anlegen. Sie finden, wenn Sie einen dieser Knöpfe sehen, drücken Sie ihn und ich werde die Anweisungen wiederholen oder Ihnen zeigen, wie etwas gemacht wird. Hier finden Sie Ihre Standardpanzerweste und Ihren Helm. Diese Ausrüstung schützt Sie vor allen körperlichen Schäden, die Sie während Ihrer Arbeit erleiden könnten. Wenn Ihre Panzerung zu stark beschädigt ist, um noch nützlich zu sein, müssen Sie sich eine neue Weste oder einen neuen Helm besorgen. Die Bewegung in Ihrer Panzerung kann zu Beginn etwas ungewohnt sein. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Sobald Sie damit zurechtkommen, gehen Sie um die Ecke zum nächsten Abschnitt weiter. Die Sie üben müssen, ist der Sprung. Sie müssen alle drei Hindernisse überwinden, bevor Sie weitermachen können. Wenn Sie vor dem Sprung Anlauf nehmen, ist das äußerst hilfreich. Schauen Sie mir zu und versuchen Sie es dann selbst. Gut gemacht! Gehen Sie jetzt bitte zum nächsten Abschnitt weiter. Unter den nächsten Hindernissen müssen Sie hindurchkriechen. Beim Kriechen in geduckter Position können Sie sich sehr leise fortbewegen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie nicht gehört werden möchten. Sehr gut, ich habe Sie fast gar nicht bemerkt. Gehen Sie zum nächsten Abschnitt weiter. Üben Sie jetzt kombinierte Bewegungen. Sie müssen springen, sich ducken und wieder springen. Das wird Sie auf den nächsten Raum vorbereiten. Gut gemacht. So wie es aussieht, sind Sie jetzt für den nächsten Abschnitt bereit. Damit Sie in diese Röhre kommen, müssen Sie geduckt springen. Stellen Sie sich dazu an den Eingang der Röhre. Während der Vorwärtsbewegung springen Sie hoch und halten die Sprungtaste gedrückt, um sich in der Luft zu ducken. Das ist anfangs vielleicht etwas kompliziert, aber Sie werden schon merken, wie praktisch es ist in beengten Bereichen. Gehen Sie direkt auf die Leiter zu, schauen Sie nach oben und bewegen Sie sich weiter vorwärts. Wenn Sie wieder herunterklettern möchten, bewegen Sie sich einfach rückwärts. Die nächsten vier Sprünge werden bei jedem Versuch schwieriger. Keine Sorge, wenn Sie den letzten nicht auf Anhieb schaffen. Klettern Sie einfach hinauf und versuchen Sie es noch einmal. Wenn Sie alle Sprünge in einem kontinuierlichen Durchlauf schaffen, sind Sie echt gut. Um den Lift zu starten, gehen Sie zum Knopf und drücken, während Sie ihm zugewandt sind, die Benutzen-Taste. Jetzt sind Sie also hier oben und es gibt nur einen Weg wieder nach unten. Suchen Sie das Ziel auf dem Boden unten und versuchen Sie es zu treffen. Sie werden beim Fall möglicherweise leichte Verletzungen erleiden, aber keine Sorge. Im nächsten Abschnitt erhalten Sie erste Hilfe. Sie werden solche Medikits überall auf dem Gelände der Black Mesa Forschungsanstalt finden. Möchten Sie Ihre Gesundheit wiederherstellen, gehen Sie zu einem Medikit und drücken und halten die Benutzen-Taste. Ihre Gesundheit wird nach und nach wiederhergestellt, bis Sie wieder völlig gesund sind oder das Kit verbraucht ist. Sobald das Licht erlischt, kann das Medikit nicht mehr benutzt werden. In der gesamten Station finden Sie auch Ladestationen für den Schutzanzug, wie zum Beispiel diese hier. Diese Stationen können jedoch nur von qualifiziertem wissenschaftlichem Personal in entsprechender Schutzausrüstung bedient werden. Sie stehen Ihnen daher während Ihres Dienstes nicht zur Verfügung. Um diese Brücke zu drehen, gehen Sie zum Steuerrad und drücken die Benutzen-Taste. Das war prima!
Manchmal müssen Sie sich auf schnelle Reflexe verlassen, um weiterzukommen. Versuchen Sie mal, diesen Abgrund alleine zu überspringen. Tja, besser geht's, wenn Sie diese Kiste in das Loch schieben. Schieben ist leicht. Gehen Sie einfach auf die Kiste zu und schon können Sie sie an die gewünschte Stelle schieben. Wenn Sie ein Hindernis nicht wegschieben können, nützt vielleicht Ziehen etwas. Um eine Kiste wegzuziehen, gehen Sie auf sie zu und drücken die Benutzen-Taste. Halten Sie die Benutzen-Taste gedrückt und gehen Sie rückwärts. So ziehen Sie die Kiste mit sich. Wenn nicht anders ist, können Sie Störungsgeschichte. Heben Sie das Brecheisen auf und bearbeiten Sie damit die Kiste. Für den nächsten Abschnitt brauchen Sie Ihre Lampe. Prima! Vergessen Sie nicht, dass die Lampe mit der Zeit an Energie verliert. Schalten Sie sie also lieber aus, wenn Sie nicht mehr benötigen. Willkommen in der Trainingsschießanlage von Black Mirror. Sie haben hier die Möglichkeit, Ihre Waffe abzuholen und den integrierten Granatwerfer zu benutzen. Nehmen Sie die Ausrüstung und gehen Sie zum Schießstand weiter. Sie müssen jedes Ziel treffen, um den Kurs erfolgreich zu absolvieren. Machen Sie sich keine Gedanken, wenn Sie daneben schießen. Die Ziele werden sich so lange bewegen, bis Sie sie getroffen haben. Wenn Sie sich so schnell wie möglich durch die Schießanlage bewegen, können Sie ohne Munition dastehen, wenn es kritisch wird. Den Granatwerfer feuern Sie mit einem Druck auf den zweiten Feuerbutton ab. Einige Ziele können nur mit fünf, vier, drei und zwei, eins. Sie haben das Training auf der Schießanlage erfolgreich abgeschlossen. Ihr Head-Up-Display wird Sie darüber informieren, wenn der Sauerstoff knapp wird. Das bedeutet, dass Sie eine Luft finden müssen, um atmen zu können. Während Sie diesen Kurs durchschwimmen, wird der Sauerstoff Ihres Blutes langsam abnehmen. In der Mitte haben Sie die Möglichkeit, zum Luftschnappen an die Oberfläche zu kommen. Sobald Sie an die Oberfläche gekommen sind, erhalten Sie die Gesundheit wieder, die Sie durch zu langes Luftanhalten verloren haben. Also dann, schwimmen Sie zum nächsten Abschnitt weiter. Wenn Sie sich durch Feuer oder Dampf bewegen, sehen Sie, dass Schaden-Icons in Ihrem Head-Up-Display erscheinen. Die Richtungspfeile in der Mitte der Anzeige geben an, aus welcher Richtung die Beschädigung kommt. Gelangen Sie in die Nähe von Strahlung, werden der Geigerzähler und die Strahlungsanzeige in Ihrem Helm aktiviert. Außerdem werden noch viele andere biologische und chemische Gefahrenquellen in Ihrem Head-Up-Display angezeigt. Gehen Sie jetzt bitte zum nächsten Abschnitt weiter.
führen Sie einen Wissenschaftler in den nächsten Raum. Er wird Ihnen die Tür öffnen, die zurück zum Transitsystem führt. Damit Ihnen eine Person folgt, nähern Sie sich ihr und drücken die Benutzen-Taste. Ja, ich folge Ihnen, wenn Sie das wollen. Ich folge Ihnen, wenn Sie das wollen. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Drücken Sie die Benutzen-Taste, um den Zug zu aktivieren. Sobald er aktiviert ist, erhöhen oder verringern Sie mit den Vorwärts- und Rückwärtstasten die Geschwindigkeit des Zuges. Drücken Sie die Benutzen-Taste noch einmal, um den Zug zu verlassen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Black Mesas Gefahrenkurs für Sicherheitskräfte erfolgreich abgeschlossen. Sie sind jetzt berechtigt, in die Blue Shift Hochsicherheitseinheit einzutreten.